Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2, wo wir hier unten sind, wo Puppen brennen und Gedärme als Seile benutzt werden, wo Holzsäge gelagert werden. Oder Steinsage? Oh, Natalia, vielleicht siehst du etwas mehr als ich. Nein. Doch, also. Könnte ich das bitte schön übersehen? Sehr gut. Was haben wir denn da? Verdammt, meine Lampe. Oh. Perfekt. Ja, finde ich gerade auch. Licht oder falsch? Ah, echt oder falsch? Ach, Ben. Also Natalia ist nicht falsch. Die Falsche bist du. Und zwar falsch gewickelt. Okay, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Schön. Hass auf Natalia, ich habe überlebt. Meine Rettung war nicht der Tod und alleine ich bin daran schuld. Als ich den Abzug drückte, in dem Moment der Gedanke, dass ich von dieser Welt verschwinden würde, ausgerechnet ich, begann Furcht zu empfinden. Wie ironisch, die Viren in mir, sie haben meinen Körper fast bis zum Tode verwest und retteten mich schließlich. Ich bin hässlich geworden, ungeheuerlich. Ich kann meinen eigenen Anblick nicht ertragen. Das bin nicht ich, diese hässliche Kreatur. Aber bald wird ein neues Ich erwachen. Das Gefäß, in das ich mich übertragen habe. Ich kann es nicht erlauben. Ich verbiete es. Sie ist die Hässliche und doch wird sie mich ansehen und darüber lachen, wie hässlich ich bin. Warum bin ich so hässlich geworden? Ich bin ich. Aber ich bin es nicht. Ich bin als ich selbst aufgewacht, aber auch sie wird als ich aufwachen. Beide sind echt. Nein, es kann nur eine echte Version von mir geben. Und das bin ich. Sie kann niemals ich sein. Sie ist falsch. Darum kann ich nicht zulassen, dass sie fortdauert. Sie muss eliminiert werden. Ich bin ich, nur ich bin echt. Ich werde jenen Abscheulichkeit einsetzen. Alberts letzte Hinterlassenschaft. Ich werde diese unerträgliche Insel in Ouroboros ersticken. Sie wird ausgeweitet werden. Sie wird Furcht kennenlernen. Du wirst die Kälte, Umarmung des Todes spüren, Natalia. Und dann, wenn du stirbst, du Fehler, werde ich deinen Körper einnehmen. Ich werde mein echtes Ich werden. Natalia, du musst sterben. Okay. Ein Einblick in die Psyche von Alex Wesker, die Psychopathin. Also im Moment ist es so, dass Natalia Natalia ist und nicht du. Also von dem her ist sie echt. So wie du, Vollidiot, auch echt bist. Ah, Rubine. Wir haben nichts Neues gekriegt, also.
Feuerrate ist höher, der Schaden ist höher. Aber nee, ich bleib bei dieser Konstellation, wie sie jetzt ist. Ja, nur Barry kann darauf zugreifen. Du bist wahnsinnig, alte Hexe. Sie nervt eigentlich. Aber ich glaube, das Ende ist gleich. Ja. Ja, falsch. Blalsch. Was auch immer. Besiegen Sie Alex. Gut, das werde ich machen, aber... Du Scheiße, war das! Okay, hier ist tonnenweise Munition und... Die ist wahnsinnig. Da ist sie also. Glaubst du ernsthaft, ich würde darauf kommen? Warum hassen Sie sie so sehr? Sieht schlimm aus. Daneben. Sie hat ihr eigenes Klavier zertrümmert. Okay, wir müssen irgendetwas machen. Ähnlich wie bei Nils oder wie der hieß. Verdammt, wo ist sie hin? Tot? Ich glaube nicht, aber ist sie tot? In dem Fall mache ich
Kapitän. Hab da! Hab da! Gut gemacht! Danke, Kleines. Okay, gut. Sie geht wieder rein. Ja. Ach, sie macht's. Okay, gut. Komm schon. Du wirst sterben. Sie zuerst. Okay, gut. Verdammt, hier? Nein, nicht benutzen. Übergeben, übergeben, übergeben. Verdammt, falsche Taste. Ich wollte nachladen. Du bist falsch, alte Hexe. Okay, das ist witz. Das ist widerlich. Verdammt. Du lehnst ab, was dir gegeben wurde. Und ich lehne dich ab. Lass ihn in Ruhe, du du Scheißer. Das gerade Magnum Munition. Gut. Lass mich in Ruhe. Gut. Ah, fuck. Sie wahnsinnig? Also, ich meine noch wahnsinniger als sonst. Wow. Ich wollte es gar nicht entscheiden. Ich
Dann komm schon. Zeig mir noch mal dein Scheißherz. Au. Oh, danke, Natalia. Ist hier frische Luft? Frische Luft? Komm schon, komm schon. Hat er. Verdammt. Die ist so widerlich. Oh, die ist tot? Jetzt? Ach du Scheiße. Natalia, was machst du? Natalia? Bitte nenn mich Alex. Nein! Zwing mich nicht dazu! Zwingen zu was? Barry. Unsere Rettung ist der Tod, aber nicht dieser.
Okay, und das war's. Resident Evil Revelations 2. Ich hoffe, ein paar Sachen werden aufgeklärt bei den DLCs, also bei den anderen Erweiterungen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Glaube ich, 2 oder so. Zum Beispiel will ich wissen, was ist mit Natalia? Also, ist sie jetzt vollkommen Alex Wesker? Was hat sie für Superkräfte erhalten? Was ist los? Und was ist mit Moira? Ihr Armband hat ja auch geleuchtet und bis jetzt haben wir kein Moira-Mutant getroffen. Wird das alles in den DLCs geklärt? Oder bleiben diese offenen Fragen für vielleicht ein Resident Evil Revelations 3? Der Fazit zu... Also mein Fazit zum Spiel war... Eigentlich ein sehr gutes Spiel. Ich hatte Spaß daran. Es macht Spaß. Ich habe mich hier und da ein bisschen gegruselt, also... Ich kann zufrieden sein. Ne, es war gut. Auch so episodenweise mit Rückblenden und was die eine Gruppe gemacht hat, was die andere Gruppe dann gemacht hat. Ja. Dass wir den Bosskampf tatsächlich mit in einem Rutsch schaffen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir sterben und dann wollte ich die Punkte einsetzen. Aber also die Bonuspunkte, die wir während des Spiels gesammelt haben, aber hey, c'est la vie. Wir können nicht alles haben. Und vielleicht wäre der Kampf ein bisschen einfacher gewesen. Gut, ich lasse die Credits noch durchlaufen. Und vielleicht sehen wir noch etwas. In diesem Sinne, wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play oder vielleicht gleich. Ah, und wir sehen uns natürlich auch beim DLC. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Okay. Echt oder falsch? Zeitlimit. Mhm. Bildfilter, klassischer Horror, Kostüm für Claire, klassisch, Kostüm für Bill. Gut. Grundlage des Überlebens, Bundeswaffe, Chicago, Type Rifle, Bundeswaffe, Armbrust. Schlechtes Ende, Verzweiflung, schlechtes Ende, Verzweiflung, freigeschaltet, Alex, freigeschaltet, Alex, Monster Alex. Munitionsschnüffler. Der Rotter. Rotten. Aus der Hocke. Also, die Zeit war C, Treffgenauigkeit war A und neue Versuche waren B. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Es wird gespeichert, es lädt etwas. Und das war das schlechte Ende. Wie kann man... Ja, die kleine Frau und die Prüfung. Das, die extra Episode, die Prüfung spielen und die kleine... Die extra Episode, die kleine Frau spielen. Das werden wir in der nächsten. Aber... Moment. Abgeschlossen. A, B, 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 B. Gut. Episoden werden. Okay. Noch schnell ein paar Punkte eingeben, aber das mache ich. Wow, 100.000. Ausweichen, Abbruch. Gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, Leute.